Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir die neue S-Bahn gebaut und in der heutigen Folge möchte ich die ganz gerne in Betrieb nehmen. Und dafür müssen wir erstmal Linien erstellen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Und zwar... Ja, wie machen wir das jetzt? Ich habe die S-Bahnen bisher auch einfach nur S genannt, ne? Ja, dann würde ich da einfach das so machen. Ah, und dann das Ziel. Okay, das wäre jetzt dann die S4. S4. Hör mal. S4 von Reichenberg nach Horburg. S4 Reichenberg Horburg. So. So, die S4. Und die startet am Hauptbahnhof. Ne, die startet in Reichenberg. Alles andere ergibt irgendwie keinen Sinn. Startet in Reichenberg. Fährt dann zum Hauptbahnhof. Fährt dann nach Höchstberg. Und dann nach Horburg. Und dann wieder zurück nach Höchstberg und dann wieder zurück zum Hauptbahnhof und dann startet es ja oben wieder bei Reichenberg. So. Ah, Signale. Und zwar selbstverständlich ist der ganze Spaß hier jeweils ein Einbahngleis. So. So, da ein Signal. Hier noch eins. Ich glaube, hier brauche ich keins, weil ja die Bahn, oder? Ach komm. Da habe ich nur eins hin. Und hier können wir auch nochmal festsetzen, dass es auch nur in die Richtung geht. So, jetzt beschwert sich die Linie, ne? Natürlich. So, jetzt müssen wir nämlich hier Future City Hauptbahnhof. Gleis 3 nehmen. Eins, zwei, drei. Fürs Zurückfahren. Und in Höchstberg. Gleis 2. Ah ja, klar, so können wir das gar nicht machen, ne? Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch, wir brauchen ja da nur ein Gleis. Das ist ja eine Endhaltestelle. Der switcht ja nicht dann einfach spontan darüber. Zumindest ist das nichts, was er normalerweise tun sollte. Oder warte, wir können ja trotzdem das so anbinden. Vielleicht braucht man sie mal. Und dann hier einfach
die Möglichkeit geben, hier die Gleise zu wechseln. Und das gleiche hier auch nochmal. Hier einfach die Möglichkeit geben, die Gleise zu wechseln. So, weil dann sieht die Linie schon ganz anders aus. Da ist sie überall, wo sie zweispurig sein soll, zweispurig. Und ansonsten ist sie hier einspurig. Kann aber auch bei Bedarf das zweite Gleis benutzen. Ja, also jetzt hier zum Beispiel in Horburg. Maslau kann der Zug auch, wenn er Bock hat, auf Gleis 1 halten. So wie es bei der Deutschen Bahn halt auch ist. Wenn der Zug Bock hat, kommt er einfach auf einem anderen Gleis. Reicht Bergerietütte und da auch. Also falls jetzt zum Beispiel schon ein Zug im Bahnhof drin steht, könnte theoretisch sogar noch ein zweiter dazukommen. So, und dann brauchen wir hier noch zumindest für die S-Bahnen auch irgendwie ein Depot. Das würde ich vielleicht mal irgendwo hier hinsetzen. Ein Zugdepot. So, warum setze ich das so hin? Aber weil ich zwei Gleise machen möchte. Das eine geht da lang. Und das andere geht da lang, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Gut. Ich hoffe, das affectet die Linie nicht. Nee, tut's nicht. Sehr gut. Dann kaufen wir mal eine S-Bahn. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also, so eine Popelbahn hier möchte ich eigentlich ungern. Ich glaube, wir bauen die einfach selber. Ich hätte halt wirklich gern so eine richtige S-Bahn. Ah, vielleicht muss ich mir wirklich Mods installieren. Will. Hier was. 57 Pendelzug. Regionalexpress. Das sind ja alles Regionalzüge, ne? Ja, mit dem komme ich noch klar irgendwie. So. Kaufen. Und dann S4. Wir haben schon direkt ein Problem. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Ist das so? Warum nicht? Schauen wir uns das mal an. Fährt jetzt nach Höchstberg. Ja. Und hält jetzt hier Höchstberg Gleis 2. So weit, so gut. Dann fährt er nach Horburg.
Also Grambo weiß scheinbar gar nicht, wie oft er irgendwas braucht. So, okay. Horburg, alles klar. Hält er an, alles fein. So, das nächste, wo er jetzt hinfährt, ist wieder Höchstberg. Und danach scheint der Fehler zu sein. Ist das hierdurch kaputt gegangen, dass der hier nicht langfahren kann oder wie? Nee, eigentlich ist das nicht so. Also er fährt jetzt oder soll jetzt nach Future City fahren. Gleis 4 oder Terminal 4. Wäre 3 richtiger? Nee. Hä? Ist hier irgendwas nicht sauber verbunden? Er ist jetzt hier. Da kann ja nur irgendeine Verbindung nicht da sein, oder? Habe ich irgendwas nicht richtig verbunden? Ist es wirklich die Stelle hier? Lol. Okay. I see. Ich habe hier keine Oberleitungen gebaut. Lol. Aber gut, dass er dann im vorherigen Bahnhof stehen bleibt und nicht einfach random in mitten auf der Strecke. Das ist eigentlich gut. Autosave. Nächster Halt. Future City Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr schön. Und jetzt ist dann der nächste Halt. Reichenberg, ne? Ja, Reichenberg. Also das da war gerade die Station, wo er war, jetzt fährt er nach Reichenberg. Nächster Halt, Reichenberg bei Riedelhütte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Okay. Ich meine, Fahrtrichtung rechts. Wir haben uns gerade anders überlegt. Alles klar, gut. Ich meine, da wollte man auf der... Egal. So, 15 Passagiere. Das klingt ja erstmal ganz gut. Aber 247... Okay, ich glaube, wir brauchen einen zweiten... TGW. Und dafür würde ich einfach hier auf die TGW-Linie gehen. TGW 2. Oh, der muss natürlich... besser instand gehalten werden. Das ist der hier lang fährt. Dann würde ich jetzt sagen, gewähltes Fahrzeug klonen. So, und jetzt müsste aus diesem TGW-Depot, glaube ich,
neuer rauskommt? Fragezeichen? Oh ne, er ist aus einem anderen Depot gekommen. Ah, hier in Föhren. Ja, das ergibt auch Sinn. Und er ist direkt voll geworden, weil hier so viele Leute gewartet haben. Holy moly. Ist jetzt nicht der attraktivste Bahnverkehr, den wir hier anbieten mit den Wartezeiten. Also auch wie bei der Bahn. Dementsprechend scheinen die hier doch alles richtig zu machen. Wobei so ein TGV mit 300, einem anderen mit 300 vorbeizufahren, ist glaube ich auch geil, ne? Weil da hast du ja 600 km/h Differenzgeschwindigkeit. Das muss ganz schön spacey ausschauen. So, wie sieht's denn in Ergoldsbach aus? Da warten Leute auch auf den Bus, okay. Ach du Heilige, wie viele warten denn da auf den... 380 Leute wollen nach Future City. Kritisch? Das ist Grambor. Der ist ja an gar nichts angebunden, außer hier so halb gar an diesen Ergoldsbacher Bahnhof. Wollen die alle nach Future City, die wir jetzt dabei haben? Das weiß jetzt natürlich keiner, ne? Hat sich jetzt schon gelohnt, der Laden. Gütertyp Menschen. Na, dann sehen wir gleich. Okay, es sind einige ausgestiegen, aber nicht alle, wie es aussieht. Oha. Da warten auch eine Menge. Hey. Ja, was ist los? Der will, wo will denn der hin? Welches Wohngebäude? In... Achso, doch, Finnstedt. Alles gut. Ah ja. Da fällt mir ein... Wir müssen natürlich jetzt noch Buslinien einrichten. Penzing. Warten auch eine Menge Leute. Immer noch nicht die 1000 geknackt, ne? So, Future City. Ja, also ich sag mal so, Leute, die in Future City Immobilien investiert haben, läuft bei euch. Fangen wir mal an mit Reichenberg. Da Reichenberg allein schon 500 Einwohner hat, da kann man glaube ich am meisten holen. Einfach. Die Stadt ist gar nicht mal so klein. Das wird die Busse definitiv überlasten. Egal. So, wir können ja hier mal in beide Richtungen eine Linie machen. Ausnahmsweise, um die Busse wenigstens ein bisschen zu entlasten. Weil das wird nötig sein. Auf der Autobahn unterirdisch, logischerweise. So. Wie habe ich denn das in Dings gemacht jetzt? In Hübingen.
Da habe ich 901 in die eine und 902 in die andere Richtung. Okay. Gut. Dann mache ich das hier auch so. Jetzt ist nur die Frage noch, die ich mir stelle. Was für eine Bahnleitzahl bekommt der hier? 17, wie es aussieht. 19, 11, 12, 17. Okay. 1701. Ah, warte. Bus natürlich. Ja. Und Bus 1702. Okay, 1701 geht hier los, fährt nach da, fährt nach da, fährt nach da. Nach da, nach da, nach da, nach da. Nach da, nach da, nach da. Und dann wieder in den Buchenweg. Und Bus 02 fährt von da nach da, nach da, nach da, nach da. Nach da, nach da. Nach da, nach da. Nach da, nach da. Und dann wieder den Buchenweg. So. So weit, so gut. So, dann brauchen wir jetzt Buslinie. Ein Busdepot. Straßenfahrzeugdepot. So. RIP an euren Garten. So, dann würde ich mal 4 Busse kaufen. 2 für 1701 und 2 für 1702. Wo ist der eine jetzt hingefahren? Was? Ah, er ist schon mal direkt zur nächsten Haltestelle gefahren, okay. Okay. Und damit bekommen wir hier noch viel mehr Passagiere, was einerseits gut für Reichenberg ist, aber vor allem auch gut für alle angrenzenden Städte. Und zwar Höchstberg und Horburg. Machen wir mal als nächstes Horburg. Das ist jetzt nicht so groß. Gegen den Uhrzeigersinn passt schon. So. Neue Linie. Bus 1801. Zack. Nun, das soll die Bus 1801. So, dann brauchen wir auch hier ein Straßenfahrzeugdepot. Machen wir es mal hier hin, dann können wir für die Nachbarstadt zumindest von hier die Fahrzeuge nehmen. So.
Fahrzeuge kaufen. Ja, wie viele Busse sind da jetzt sinnvoll? Ja, kaufen wir erstmal 2. So, dann Höchstberg. Höchstberg ist ganz schwierig mit der Anbindung aktuell noch. Gibt nämlich keine. Da wollte wahrscheinlich nie jemand hin. Das ändern wir jetzt. Bushaltestellen. So, jetzt die Straße, jetzt würde er hier nochmal zurückfahren, das ist natürlich Quatsch, wir bauen jetzt hier nochmal eine Straße. Dafür muss die eine Firma da weg, aber da müssen die schon Verständnis für haben, ne? So. Bus 1901. So, neue Linie. Zack, zack, zack. So, 10 Haltestellen. Das ist ganz schön viel. Ist schon wieder... Kaufen wir hier mal 3 Busse. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass 3 Busse hier besser sind. Allein schon, weil ich mehr Leute habe. 200 Einwohner, 300 Einwohner. Na gut, aber die hatten bisher ja auch noch keine Busse, ne? Oder sonst irgendwas. Oh, sheesh. Okay. Damit sind die erreichbaren Ziele von Future City auch gestiegen auf 6000. Okay, langsam flacht die Kurve ab. Aber wir haben immer noch ein klitzekleines Problemchen mit dem Traffic. Der ist halt voll. Und der ist halt... Nee, der ist gar nicht voll. Der ist ja gar nicht voll hier. Aber der nimmt jetzt einen Föhren wahrscheinlich. Ja, wie viel nimmt der jetzt mit? Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen abwarten, bis sich das stabilisiert, ne? Das kann natürlich sein. 10 Millionen Euro. Jo. Okay, jetzt ist er voll. Gut, 49-Euro-Ticket ist es nicht gerade, aber Qualität hat halt seinen Preis, ne? Okay. Und damit hätten wir jetzt noch 2 Spuren übrig. Damit könnten wir dann S-Bahn-technisch noch Höltinghausen anbinden. Da könnten wir eine S-Bahn machen. Und dann hier oben könnten wir hier und dann nach Altena. Altena hat der hier auch. Ah, Altena hat einen Hafen. Ist ja die Frage, ob dann der Hafen irgendwie useless wird, wenn wir Altena mit einer S-Bahn anbinden. Ne? Und Finnstedt hat einen IC. Naundorf. Okay, man könnte hier auch noch nach Naundorf einen Zug machen, auf jeden Fall. Da könnte man das Stück Gleis hier benutzen, das unterirdische, dass man hier drauf geht, dann hier rüber und ja.
Ansonsten hier neu Wittinse könnte man noch irgendwie so anbinden. Und dann hier unten noch Hötinghausen. Irgendwie so vielleicht. Und dann haben wir hier regional gesehen ziemlich viel abgedeckt. Dann sind wir da ganz gut dabei. Und wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten. Damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann und tschüss.